Die Weintraubs traten auch auf dem Dachgarten des Karstadt-Gebäudes auf. Ich hatte eine Schülerfahrkarte und fuhr 1932 mit der 47 von der Schönhauser Allee bis zum Hermannplatz. Und da hörte ich die Weintraub-Synkopeters. Ich habe meine Limonade getrunken, das Wetter war schön. Und die Jungs haben mir sehr gefallen. Und dieser Eindruck, den ich da hatte, der hat viel dazu beigetragen, dass ich mich später weiterhin mit Jazz, nicht nur mit den Weintraubs beschäftigte, sondern überhaupt mit Jazz. À l'été 1932, un paquebot transatlantique les engage pour la traversée. Les Weintraub sont sept désormais. Les deux petits nouveaux sont le Sud-Africain Cyril Schulfather et l'Américain Freddie Wise. À leur arrivée à New York, les agents américains se les arrachent. Mais le groupe ne peut pas jouer là-bas. Le très puissant syndicat des musiciens empêche le recrutement de la concurrence étrangère. Beaucoup de musiciens sont au chômage à New York. Elroy Barger décide alors de tout miser sur la publicité. Il s'arrange pour avoir les actualités américaines à bord. Ich freue mich auf ein Wiedersehen, Leben.